Mann, ist hier viel Gold versteckt in den Wänden. Ich sollte vielleicht mal sicherheitshalber eine Eisentruhe oder so bauen. Haben wir eine? Ja, eine Holztruhe mit Eisenverschlag hätten wir hier. Wir hätten ja auch eine teure Holztruhe mit Eisenverschlag und das, die anderen beiden Truhen können wir uns nicht leisten. Also bauen wir wenigstens die. Hier ist noch mehr Stein. Und hier war Gold versteckt. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich das Stein auch einfach, das Stein hier in Ruhe und sage einfach, dass hier ist mein Forschungsbereich und gut ist. So, eine Truhe wird gebaut, weil wir haben nur ein Limit von 750, was nicht so gut ist. Vor allem so viel Stein, wie wir zurzeit abbauen. Ich könnte halt noch einen großen Steinschrank bauen. Oder zwei kleine. Zwei kleine sind billiger, geben aber mehr Happiness, geben aber halt weniger Lagerraum. So, zehnfache Lagerkapazität sind 200. Das ist einfache wohl 20, schätze ich mal. Grob geschätzt. Und ja, hier oben sollten wir auch ausheben. So sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus. Hier wäre wieder fruchtbarer Boden mit Platz für Pflänzchen. Aber ne, ich denke, hier drüben kommen wir auch gut klar. Ja, und ich könnte wirklich das, den Bereich hier zu meinem neuen Thronsaal machen. Noch eins nach hinten buddeln. Vielleicht. Oder hier einfach eins reinbuddeln, den Thron alles nach hinten verschieben und dann links und rechts noch Truhen hinsetzen. Das würde dann einigermaßen okay aus, gut aussehen. Und ich brauche jetzt endlich eine neue Trainingsfigur. Ruhig mal die Vogelscheuche, die kann mein Arbeiter dann bauen. Treffsicherheit und zweite Luft, die sind beide hier unten, oder? Jo, das ist gut. Da schlagen wir fast zwei Fliegen mit einer Klappe. Nach Übungsgerät und Militärspezialisierung. Sollte ich vielleicht beides als nächstes machen, dass ich meine Zwerge stärker machen, meine Militärzwerge stärker machen kann, bevor ich sie in den Kampf schicke. Jo. Und ich denke mal, ich buddel dann hier irgendwo durch. Ich werde diesmal nur einen Ausgang machen. Nicht wieder zwei, wie das letzte Mal. Und einen Forschungspunkt für besseres Übungsgerät. Eigentlich erstmal bessere Stoff... Nee, erstmal besseres Übungsgerät. Danach die Spezialisierung und dann Stoffrüstung. Was kostet nochmal Militärzwerg? Nahrung, okay. Deswegen ist erstmal der Arbeiterzwerg wichtig. Und dich kann ich schon mal ganz gut hier unten in der Ecke platzieren. Daneben noch einen. Da habe ich halt zwei Forschungstische und da kommen da noch Stühle hin. Und der Esstisch halt hier hin, da können die sich halt alle da bedienen. So. Das heißt, hier wird erstmal alles tiefer gelegt.
Und ich würde gern diese Leiter hier durch eine hübsche Treppe ersetzen. Haben wir was Schönes? Ja, eine verstärkte Steintreppe, auch wenn das ein bisschen Eisen kostet. Aber das sieht mal etwas edler aus als nur eine olle Steintreppe oder eine Holztreppe. Wir hätten jetzt noch eine verstärkte Holztreppe gehabt oder eine schmale Treppe. Ja, nebenbei Steine. Ich wollte ja Möbelstücke, ein paar Steinschränke aufstellen. Ein paar platziere die erstmal irgendwo in der Pampa. Die stellen wir danach eben. Oh. Ja, das kann ich leider jetzt nicht ignorieren. Das ist blöd. Da ist nämlich... Ach, wie heißt es nochmal? Turmalin, genau. Da ist Turmalin. Turmalin brauchen wir eigentlich. Nicht nur allein für einen Esstisch später für die Siedlung, sondern auch für den zweiten Forscher und so. So, der macht auch schönes Level up mittlerweile. Der Baumeister. Ah, da muss ich gucken, dass ich an mehr Holz rankomme. So, du bist langsam davor, Stufe 5 zu erreichen. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass mit einem der Patches die... Ihr kriegt nur noch 10 Erfahrungspunkte, dass die Jungzwerge genervt wurden. Also früher haben die viel schneller Level-Ups gekriegt, weil sie viel mehr Erfahrungspunkte halt gekriegt haben. Oder weniger benötigt haben, bin ich mir jetzt selber gerade nicht so sicher. Und hier ist wirklich viel Turmalin drin. Ich werde da wahrscheinlich erst einmal Brücken hinbauen. Ich finde es halt wirklich schade, dass wir nur die Holzblöcke hier haben. Und die so teuer sind. So. Dann kommst du jetzt mal hier unten hin. Das freut schon mal den Bergarbeiterzwerg. So, und dann wird hier erstmal ausgebuddelt. Hier auch, bitte. So. Du hast gleich ein Level up. Ja. Stufe 6 Militärzwerg ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, bei dir warte ich, bis du 5 bist. Und dich tue ich jetzt schon aufstufen zu einem Arbeiter. So, da haben wir wenigstens 2 von eurer Sorte. Und du wirst auch gleich zugewiesen. So. Da haben wir noch keine neuen Pflanzen. Ich weiß ja noch nicht. Ich glaube, die werden freigeschalten mit der Arbeiterverbesserung. Entweder das... Oder irgendwo hier vorne. Ja, wo in der Mission bessere Spitzhacken brauchen, weiß ich noch nicht. In der letzten waren sie ja nicht so schlecht, dass wir sie hatten. So, jetzt haben wir wenigstens Lagerkapazität. Die beiden Schränke haben zwar zusammen nur 100 gebracht. Aber wird ja hoffentlich einigermaßen reichen. Oh. Nicht so gut. Ich habe die Betten abgeschnitten. So, platzieren wir sie erstmal ein bisschen random.
Und ja, das, den Stein hier lasse ich mal weg. Weil ich kann leider keine Verzierungswände irgendwo frei bauen. Oh, und da war die Trainingspuppe wieder kaputt. Außer ich baue hier meinen Ausgang hin. Direkt im Forschungslabor, nein. Neben dem Thronsaal ist aber auch blöd und neben dem... Naja, eigentlich neben hier, neben dem Portal können wir ruhig den Ausgang bauen. Hier hoch und rüber. Also hier hoch und da rein. Das sieht jetzt komisch aus. Weg, wieder weg mit dir. Jetzt hoffe ich mal, dass hier drunter nicht noch ein Stein ist. Also ein Stein. Aber es ist einer drunter. Na ja, klar. Also entweder ignoriere ich auch den Stein. Oder ich grabe ihn aus und setze da später auch einen Holzblock hin. Na gut, jetzt hätten wir schon mal genug Holz, um einen Holzblock zu setzen. Ich werde am besten mal kurzzeitig die Anzahl meiner Holzpflanzen erhöhen. So, je mehr Holz nämlich wir reinkriegen, desto besser für unsere Wirtschaft. Und dann gucke ich mal kurz nach oben, ob sich diesmal irgendwelche Wölfe in unsere Region getraut haben. Scheinbar wieder nicht. Wir haben nur Feuerschalen da oben rumstehen. Was auch immer die da oben machen. Und tatsächlich ist hier unten nochmal ein hübsches Feld, wo wir Erntesteine platzieren könnten. Aber, nee. Ist nicht so sinnvoll. Ich platziere lieber hier nochmal eine Nahrungspflanze und ersetze mindestens eine der Holzpflanzen später durch Nahrungspflanzen, wenn wir genug Holz haben. Hier geht es ja nochmal eine Etage tiefer, was Stein angeht. Weißt du was? Das sieht auch so dann schön aus, wenn wir es so machen. Dann ist halt die Leiter hier nach oben ein bisschen freigelegt. Ja. Machen wir es so, dann ist das gut. Dann können wir jetzt anfangen, sobald wir hier nochmal eins nach hinten gebuddelt haben. Müssen wir alles hier etwas nach vorne versetzen. So, die Betten hier neu platzieren. Und die beiden neu platzieren. So, sobald der da davon aufgestanden ist, platzieren wir auch das Bett hier neu. Und dann können wir mit dem Holz und dem Stein, die wir haben, mal anfangen zu dekorieren. Weil unsere... Ich sehe gerade, unsere Beliebtheit ist ziemlich niedrig. Wahrscheinlich, weil wir einfach zu viele Zwerge gerade haben. Das war, glaube ich, nicht ganz richtig. So, das ist besser. Und ja, da ist schon Undigium. Also würde ich sagen, Stein, Stein. Können wir eigentlich irgendwelche Dekorationen aus Stein bauen? Da sind Fallen, das sind Fackeln. Irgendwelche, eine Steintrophäe zum Beispiel. So, kriegen die mal eine Steintrophäe. Ah, es wird langsam wieder höher.